Ja, es geht wieder weiter mit Hearts of Iron 4, meiner tollen Glücksrad-Challenge. Ich weiß, sämtliche Menschen der Welt fragen sich, warum macht der Idiot das immer noch? Nach 5 oder 4 Mal, ich weiß nicht. Nach 5 oder 4 Mal leiden. Ich weiß selber nicht, warum ich das mache, aber ich stehe scheinbar darauf, meine Psyche hart in den Arsch zu ficken. Aber naja. Übrigens, die letzte Folge, da haben wir ja, was haben wir da? Das letzte Mal, wo ich gespielt habe, da ist das Violin nämlich abgekackt. Deswegen gab es da keine Folge zu. Ich weiß nicht, was ich da war. Da war irgendwas in Südamerika. Ich glaube, Venezuela oder sowas. Da hat man, also es ist nicht viel verpasst. Es war nur ein bisschen schmerzhaft für meine Psyche eben, aber sonst ist da nicht viel passiert. Also da war nicht viel los. Aber gut, dann würde ich nun eine weitere Umschweife endlich mal dieses scheiß Rad drehen und gucken, ob ich leide oder ob ich leide. Oder ob ich vielleicht sogar mal minimal Spaß habe. Let's go. Und es ist... Ecuador, Junge. Und schöner Ecuador, Junge. Demokratisch. Frederico Paez oder so, keine Ahnung. Lass uns mal reingehen. Ich habe jetzt nämlich eine tolle Mod installiert, die theoretisch alle Garantien der USA in Südamerika removen sollte und somit, theoretisch, wenn sie funktioniert, was sie nicht tut, gut, so much zu dem Thema, dann spielen wir halt normal. Ich hatte kurz Hoffnungen auf ein spaßiges Spielerlebnis, aber das wurde mir natürlich direkt wieder genommen, weil Peters. Okay, vielleicht kommt es erst, vielleicht startet es erst noch von Animus. Schauen wir uns mal hier erstmal um. Wir können mal eine tolle, erstmal die typische Kacke machen, mal die Forschungsteams kurz verteilen. Wie viele Zivilfabriken haben wir momentan? 4? Und kein Kommandeur, beziehungsweise General. Lasst uns mal schauen, was für einen tollen wir bekommen. Luis Sanar. Ja, aber der ist gar nicht mal so schlecht. Ah, es funktioniert. South America sends into chaos. Ja, es ist nämlich ein Battle Royale. Ja, jeder mit jedem im Krieg. Wir haben jetzt schön einmal ein Battle Royale. Ja, ist okay. So, ein Battle Royale. Jeder ist im Krieg mit jedem. Also, die Mod macht quasi, dass alle, wir haben jetzt alle gleich viele Divisionen. Und, ja, wir haben alle gleich viele Divisionen, alle gleich viel Mannstärke und alles. Deswegen ballere ich jetzt auch gleich mal einfach noch ein bisschen Jungs hier rein. Aber die Mannstärke, also. Ja, was ist das denn? Die Demokratische Partei wurde in Argentinien. Argentinien ist der erste, der pufft. Okay, wo war Argentinien? Ja, wo könnte Argentinien wohl sein? Etwa vielleicht der, wo es immer ist, du verfickter Vollspast. Volksbegehren, ja, genau. Und wir sind kommunistisch. Perfekt. Wen haben wir jetzt? Juan Toro. Ah, ja. Lumen hat kapituliert, wir haben ein bisschen Ausrüstung bekommen. Schön. Ich hätte gern alles. Ich glaube, es wird mehr Sinn machen, wenn ich es eigentlich komplett als Marionettenstaat mitnehme. Weil die sind ja dann vielleicht nicht mehr im Krieg mit denen und dann... Es könnte klappen. Mal gucken, ob der Plan aufgeht, wie ich mir das vorstelle. Spoiler, tut er nicht.
Oh, die haben eine Navy, Jungs. Alter, ihr habt 4 Schifflein, dann nutzt die bitte auch mal. Ja, man, warum mehr Truppen? Das ist so unfair. Die haben ja auch nur eine Front, um die sie sich kümmern müssen. Okay, noch hier. Aber guck mal, ich safe von Peru. Die haben sich irgendwie verbündet. Das ist doch klar, Alter. Die konzentrieren sich nur auf mich und irgendwie greift die keiner an. Das ist voll unfair. Ich will auch meine Truppen von unten hochziehen. Aber nee, da meint Peru, muss ja da unten auch noch rumeiern. Ich gerade, ich finde es gut, dass die Navy von denen. Das sind inzwischen schon 6 Schiffe. Ich glaube, es sind 6. Was ist das? Die, ich glaube, sind Zerstörer. Ja, die chillen einfach im Hafen. Ich meine, man könnte ja. Keine Ahnung, vielleicht gucken, ob man irgendwie einen Handelskonvoi von denen abfahren kann oder so. Aber nee, wir chillen einfach im Hafen, sorry. Wir haben gerade keine Zeit. Oh, sie haben kapituliert. Danke! Es ist, glaube ich, wirklich besser, wenn ich mir die immer mal als Marionette mache. Ich meine, das sieht am Ende zwar ein bisschen blöder aus, weil... Obvious. Wäre cool, wenn mein ganz Südamerika Ecuador ist, aber... Ne? Aber es ist einfach, glaube ich, wenn ich sie zu Marionetten mache und einfach ihre Truppen mir schnapp. Weil sonst muss ich immer die ganze Widerstandskacke da machen. Und da habe ich keine Lust drauf. Dass ich meine Stärke dafür... opfern muss, um Widerstand unten zu halten. Deswegen mache ich da jetzt einfach mal einen Stapel daraus. Puff. Bam. Hello there. Das machst du nicht. Brasilien, das machst du nicht. Das machst du nicht. Wie ist das passiert? Wie ist Paraguay nach da gekommen? Kann mir das jemand erklären? Ich meine, die verbünden sich langsam da unten schon. Die haben nicht Angriffspakt und whatever, aber... Ich kann ein Bündnis erstellen. Na ja, komm, wir machen mein Bündnis, Jungs. Von Fortnite Victory Royale. Momentchen mal. Oh, ich hab Schmerzen. Oh, ich hasse dich. Ich weiß, du bist derselbe Typ, den ich hab, aber egal. Dich hasse ich. Mann, ja, und die gammeln halt mit ihrer Navy nur da oben im Hafen rum. Es ist so dumm, wenn die einfach ihre Navy nehmen würden, sagen würden, die patrouillieren hier, dann würden die nicht erlanden können und alles wäre gut. Aber nee, lass die im Hafen rumeiern. Ey, diese dumme KI, wirklich, die ist so bescheuert. 1:37 später. So, und ab jetzt... Ab jetzt können, nämlich ab 1940, können alle von hier unten wieder in Fraktionen joinen. Also ich könnte jetzt, glaube ich, wenn ich gut bin mit Stalin, in sein Bündnis. Aber wir haben jetzt ja unser eigenes Bündnis gemacht. Ist halt die Frage, ob ich das auflösen will. Peru ist Achsenmächten beigetreten. Oh mein Gott. Ja, okay, so werden wir uns bei mir jetzt auch irgendwo hinkriegen. Oh nein. Ich mische mich in keinen Krieg da drüben ein. Weil es endet nur darin, dass irgendwelche Alliierten oder Deutschen nahe hier zu mir rübersegeln. Und das will ich nicht. Moment. Habt ihr das gesehen? Weil es endet nur darin, dass irgendwelche Alliierten oder Deutschen nahe hier zu mir rübersegeln. Und das will ich nicht. Hahaha, Opfer. Ich glaube auch, dass die Alliierten eigentlich anders, anderweitig beschäftigt sind gerade, als um sich hier um diesen Autounfall von Südamerika zu kümmern. Weil ich meine, guck dir das mal an, was ist... Ich bin mit den Briten im Krieg, ich bin mit den Briten im Krieg. Oh, die Briten haben ja Units. Oh, no. Down, no. Das sind jetzt die Deutschen. Oh. Das war eine scheiß Idee mit der Mod, wirklich. Das war eine absolute Kackidee. Ich hätte einfach ohne Mod spielen sollen. Und einfach mein Leben in Ecuador vor mich hin chillen können. Vielleicht ein bisschen Kolumbien und Venezuela absorbieren. Und dann meine Ruhe ab. Aber nein! Aber nein! Wir müssen den Zweiten Weltkrieg nicht in Europa, nein, wir führen diesmal einfach in Südamerika, damit ich nicht in Ecuador und am Strand sitzen kann mit meinem schönen, mit meiner schönen Sonnenliege und meinem, wie nennt sich das, Sonnenschirm und ein bisschen Cocktails schlürfen.
Nein, wir kommen alle nach fucking Südamerika. Die Briten, die Australier, die Deutschen, die Russen. Wen haben wir denn hier noch so? Wen haben wir denn hier noch? Die finden wir bestimmt nochmal. Die Niederländer sind auch am Start. Ich glaube, die Franzosen rennen hier bald auch noch rum. Obwohl, die sind schon kapituliert. Aber egal, die finden auch noch irgendwo Truppen. Die wachsen bei denen dann einfach aus den Bäumen raus oder was weiß ich. Dann kommen die Brasilianer noch. Ah ja, Paraguay wird komplett zerfickt schon wieder. Das ist ja toll. Bye, bye, Verbündete. Wie geht's einfach? Schau mal, wie es meinen Verbündeten hier drüben geht. Meinen tollen Marionetten hier. Oh ja, Mensch, super macht ihr das. Die reorganisierte Regierung von China kriegt auch aufs Maul. Das ist ja toll. Oder hier. Das Ding, das ist auch meine Marionette. Das stirbt gerade auch an den Franzosen, weil die Franzosen irgendwo in Asien jetzt rumeiern, weil die Deutschen sie aus Europa geprügelt haben. Ja, Sowjet, helft mir im Krieg gegen alle einfach, bitte. Oder ihr brecht einfach den Molotow-Ribbentrop-Pakt. Mein Gott, das ist nicht das. Ich habe historische Karrieren. Warum machen die das? Oh, Hauptsache direkt wieder aufs Maul kriegen. Wirklich toll, Russland. Ihr greift die Deutschen an, obwohl ihr nicht mal eure Frontlinie ansatzweise irgendwie. Oh, ich schrei ganz kurz in mein Kissen. Moment. Jetzt fangen schon die Sowjets an, ihre dummen Zerstörer bei mir in meinen Häfen rumeiern zu lassen, ohne irgendwas zu machen. Sind wir ganz lustig, hä? Oh! Warum sind da Finnen? Egal, kommunistische Brasilien ist rausgeplöpst. I like that. Vielleicht können die irgendwas machen. Ignoriere die. Ich helfe jetzt nicht unbedingt. Ich lasse die jetzt einfach machen. Guck, was passiert. Bin mit jeder Fraktion fast im Krieg langsam. Ich weiß nicht, was das hier für ein Bündnis ist. Chile und Griechenland. Oh Gott, das geht alles so langsam voran. Wofür genau kämpfen wir eigentlich? Ich weiß es nicht. Für Juan, maybe. Keine Ahnung. Do it for him. Do it for Juan. Ja, also, wie sage ich das jetzt am blödesten? Wir sind gefickt. Das Problem ist, jetzt kommen hier oben halt die Alliierten und die sowjetischen Truppen sind schon lange nicht mehr existent. Plus die Amis machen jetzt auch noch und meine Truppen brauchen 20 Jahre Millionen, bis sie mal endlich von Brasilien nach rüber marschieren. Ich habe so das Gefühl, dass meine Hauptstadt sich gleich verabschieden wird. Ich werde das jetzt auch nicht großartig verhindern, weil ich kann es nicht mehr großartig verhindern. Wenn ich jetzt die hier wegziehe, dann pushen mich die Deutschen und die Peruaner da hoch und das, wenn ich schaffe, die Front zu halten, was ich bezweifle, weil jetzt guckt ihr mal diese gammelige Kackarmee an, die da anmarschiert kommt von mir, die ist komplett undersupplied und tot. Ich habe keine Manpower mehr, warum auch immer. Das ist immer eine Frage, ich meine, das Bild nicht mehr aus, ich weiß nicht, warum sich das nicht aufsteckt. Ich scheine echt, also da ist mein, die Einheiten da in den Dschungel reinzustecken, scheint eine dumme Idee gewesen zu sein. Jetzt verliere ich ja auch das. Jetzt ist die City auch nicht mehr umkreist. Ja, geil. Es läuft. Ja, wir haben kapituliert. Cool. I thought I had it all together, but I was led astray. The day you walked away, you were the clock that was ticking in my home. Change my state of mind. Ladies and gentlemen, we got him. Ja, mal schauen, wie das hier noch weitergeht. Ich denke, dass die Alliierten hier dann quasi ist mal, dass sie überall in irgendwann Demokratien sitzen. Chile ist noch im Krieg mit. Also Chile ist wirklich. Chile ist am beschissensten dran, aber die sind halt da unten. Also die brauchen bis da alle ankommen. Aber ich guck mal, mit wem die alle im Krieg sind. Guck mal, wie viele das sind. Guck mal, Mann, Alter. Aber Hauptsache, sie sind in der konföderierten europäischen Nation. 2 Stunden später. Meine tolle Urlaubsreise nach Ecuador ist schiefgelaufen. Und Südamerika sieht jetzt so aus, dass bei weitem nicht mehr so schlimm, wie es vorher aussah.
Eigentlich sieht die Map allgemein nicht schlimm aus. Im Vergleich zu manch anderen Runden war die Runde eigentlich relativ entspannt. Also ich meine, bis auf das ganze Ding hier unten in Südamerika, aber sonst alles ganz okay, und historisch akkurat, bis auf das Ding hier halt, das Deutsche Reich, so ein bisschen arg big. Ne? Aber ja, gut. Ja, dann würde ich auch sagen, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne ein Like da lassen. Abonnieren wäre auch ziemlich geil. Und dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Video. Bye, bye. Boah, hab ich keine Lust mehr auf die Scheiße, Alter. Weg damit.